Oh, so fängt das jetzt an? Oh je. Ja, es fängt so an. Und ich will auch die Worte von eben nochmal mit hier reinziehen. Lass uns fucken jetzt. Fucken, fuck. Lass mal schön reinfucken. Lass mal richtig schön reinfucken. Oh, heute wird so ein Gestöhne von mir. Podcast 2 Tomate. Ich weiß, es ist zu leise, ne? Ja. Nee. Ist so. Nee, ja, doch. Genau richtig. Ja. Wenn wir sagen, es ist zu leise, dann finden Leute das zu leise. Wenn wir sagen, es ist genau der beste Podcast Deutschland, dann sagen die alle, klar, es ist der beste Podcast Deutschlands. Ich glaube dir sofort. Boah, ey, Entschuldigung. Du bist auch müde, ne? Du bist auch fertig. Nee, müde nicht, müde nicht. Müde ich weiß nicht, was passiert ist. Ich glaube, ich habe gestern was in meinen Drink bekommen oder so. Habe ich nicht. Es ist einfach eine Mega-Lüge. Mein Kollege, der mit mir im Büro ist, der hat Geburtstag gefeiert. Und ich muss aber Sport machen. So, ich brauche das jetzt. Und ich gehe immer Federball spielen einmal die Woche, weil ich bin ja jetzt 80 angeblich. So. Ja. Und dann war ich halt mit ein paar Leuten Federball spielen, waren aber nicht viele da. Und normalerweise spielen wir immer 2 gegen 2 und so ein bisschen Spaß, ne? Aber 2 Stunden. Diesmal ging's. Oh Gott, meine Stimme geht weg. Hilfe. Oh, gar nicht gut. Ja, naja, brauchen wir nicht. Nein. Entschuldigung. Lecker. Und gestern waren aber wenig Leute da, deswegen mussten wir die ganze Zeit 1 gegen 1 spielen und das war super anstrengend und dann habe ich mich dann auch natürlich wie stammen von den Affen ab, Männerkultur, direkt mit allen messen wollen und bin da über den Platz gefegt 2 Stunden, bin dann danach, habe ich fertig gemacht, bin dann um 12 Uhr hier ins Büro gekommen, wo dann noch so ein paar Leute von, es war eine kleine Veranstaltung, übrig waren. 12 Uhr nachts? Ja, Geisterstunde fast. Ja. Und dann, habe ich 2 Gin Tonic getrunken, weil ich mir so einen neuen Gin gekauft habe mit so Zitronengeschmack oder so. War echt übel lecker. Und dann habe ich mir noch ein Wegbier mit nach Hause genommen und habe zu Hause bei mir noch einen Radler getrunken. Die 4 Sachen. Und ich war so lattenstramm, also wirklich auf einem anderen Level, dass ich mich hingelegt habe, aufgestanden bin, gesagt habe, das geht gerade nicht, habe mich in die Badewanne gelegt, aufgestanden, bin dann in die Dusche gegangen, habe mich auf den Boden gesetzt, weil ich nicht wusste, was passiert genau. Was ist und denn dann, mit dir? Und dann, also ich bin, war um 3 zu Hause und ich bin bis 5:30 oder so in meiner Wohnung rumgegeistert, weil ich nicht klargekommen bin. Und dann auf einmal ging es los, 16-jähriger Freddy kommt raus, die ganze Nacht, Entschuldigung, habe ich gekotzt einfach nur. Boah, Alter, so unnötig. Und dann weckt mich der Hund, nachdem ich 2 Stunden mal eingeschlafen bin. Dann habe ich noch einen Mega-Schädel auf einmal. Und ich raff nicht, wo es herkommt. Ich habe halt Wasser en masse gesoffen nachts dann. Aber ich sage 100% das kam von dem Sport, weil es war so krank anstrengend. Ja, ich als neuer Spezialist, der die Nachrichten gelesen hat von der Kollegin Mareike Amado, YouTube, die von der Mini-Playback-Show. Von Mareike Amado, die mich niemals mit hochgenommen hat in ihre scheiß Zauberkugel, du Arsch! Das hört sich ganz falsch an. Ja, der war in ihre Zauberkugel. Du meinst ihre Mumu. Oh, das ist voll der gute Folgentitel. Ich will in ihre Zauberkugel. Ich will in ihre Zauberkugel. Oh ja. Oh, machst du bitte ein Video, wo du Mareike Amado bist und dann kannst du mich hochholen und dann spiele ich den 4-jährigen Archie und ich will dann ein Michael Jackson-Ding machen. Okay. Was möchtest du denn von Michael Jackson? Ich möchte von Michael Jackson irgendwas, wo er unterschwellig spielen, über Kinder singt. Billig Jeans are not my love. Oh. Und hier kommt jetzt für Sie der kleine Archie. Er hat sich vorbereitet. Er steht unter der Bühne bereit. Er hat sich umgezogen. Er ist ganz nervös. Und er ist bereit. Archie, jetzt kommt dein großer Moment. Hier ist ein Frikandel. Hier ist ein Stück Pommes. Und los geht's. Mit dem kleinen Archie und Billig Jeans ist nicht mein Lover. Archie, let's go! Ist ein Playback und ich bewege mich nur. Scheiße beim Podcast, ne? Wenn man keine Rechte hat. Ich singe ja nicht mit, ich bewege nur den Mund und bewege mich selber und dabei mache ich diese Geräusche. Das klingt auch so. Du musst es mal machen. Ich habe das ja, wenn ich streame, blende ich ja manchmal so einen dann ist Song auch alles, ein. Dann ist auch alles nur mit einer Spur, die du vorher aufnimmst, 3 Stunden lang. Und du mitsingst 3 Stunden lang einen Livestream. Ich erkläre mal. Nein, wenn Leute mich hosten, also ist ja scheißegal, was das bedeutet, dann kommt so ein Song, den spiele ich ein. Und dazu tanze ich immer.
Und wenn Leute mit mir im TS sind oder im Discord, die hören den Song ja nicht. Ja. Die hören nur, wie ich auf dem Stuhl rum, so. Und dann lachen die mir mal, dann lachen die mich mal aus. Aber ich finde das echt ganz geil. Ist das, hört man das überhaupt? Ja, ich habe so ein bisschen Angst wieder, dass irgendwas bei dir kaputt geht. Oh, ich auch. Hier steht auch viel zu viel wieder rum. Ja, ja, das ist, ich weiß genau, wie es aussieht, obwohl ich nicht da bin. Oh Gott, ich bin so ein Messi-Mann. Ey, du, apropos Messi, du kommst morgen zu mir, ne? Morgen ist es schon. Du siehst morgen das allererste Mal, wie ich existiere. Weil mir wurde nämlich gesagt, Arthur und du, ihr habt ein Event, wofür ihr entgeltlich entlohnt werdet. Und danach möchte Arthur noch bitte unterhalten werden von dir. Habe ich gesagt, mit dem Arsch bei nix. Und wenn es von oben kam? Ja, okay, ja. Entschuldigung, ja, okay. Ja, klar. Ja, gerne, ja, okay, Entschuldigung. Ich habe von der geheimen YouTube-Mafia. Die dann sagen, kriegst weniger Klicks sonst, wenn dich nicht um Archie kümmerst. Und du gehst heute Abend mit ihm schick essen. Und wenn er mal unter den Rock gucken will, dann guckt er unter den Rock. Ja, wir müssen uns mal, wir können uns ja hier in der Folge jetzt live einen kleinen Plan machen. Wir sind, glaube ich, gegen Abend in Köln. Was willst du denn machen? Kein Alkohol. Bin ich nicht dabei. Moment, habe ich gar keinen Bock drauf. Wir können auch den Plan machen. Also dann lass uns wirklich schick tanzen gehen. Ich will schick. Okay. Ich will, dass du Sollen mich wir schön was essen gehen? Sollen wir hier auch sagen, wo? Essen, ja. Weil das ist nicht schlimm, weil die Folge kommt am Samstag. Das ist scheißegal. Die Folge kommt erst am Samstag, stimmt. Ja. Wir können hier jetzt eigentlich genau das machen, was dann unsere zahlreichen Fans von uns erwarten würden. Hunderttausende Fans. Wir waren auf Platz 34 der deutschen Podcast-Charts auf Spotify. Das Platz muss man sich mal 34 gucken. Und das nur mit 100 Zuhörern. Wie ist das möglich? Aber wir haben es auch nicht, wir verstehen das System nicht. Also wir haben wirklich 100 Zuhörer. Und das ist, weil unsere 100 Zuhörer, die haben was zu sagen in der Podcast-Landschaft. Ja. Das sind nicht irgendwelche Lollos, die irgendwo einfach nur mal einmal dazu schalten und dann nach 2 Minuten wieder ausmachen, weil die Pizza fertig ist. Richtig. Nee. Das sind die richtig guten, das sind die echten Podcast-Zuschauer. Aber ich verstehe das auch nicht. Ist jetzt irgendwas passiert oder so? Hat uns jemand einen Shoutout gegeben oder ist irgendwas krass gewesen? Ich habe es nicht gerafft, ne? Ich weiß auch nicht. Vielleicht weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Weißt du das? Ich weiß nur, ich finde das krass, dass wir über so Rocket Beans-Dingern sind. Ich meine. Wir kennen ja unsere Zahlen und wir müssen mal ganz ehrlich sagen, Grüße gehen raus, Rocket Beans, ihr Lappen, da hätten wir mehr. Nein, Spaß, meine Güte. Aber mich wundert das auch, weil wir kennen ja die Zahlen und im Prinzip machen wir, man kann nicht kryptischer drüber reden, machen aber irgendwie alle immer, aber es ist, es sind schon knapp über 100. Warte mal, ich guck noch mal hier gerade Podcast-Charts, wie es gerade aktuell ist, weil wir sind ja wieder gefallen. Steht aktuell. So ist ja nicht, als wenn wir da die ganze Zeit auf der 34 uns ausruhen dürften. Wo übrigens gerade der Podcast ist, hallo? Ach so. Ja, ich verstehe das auch nicht. Wir sind dann am gleichen Tag, als ich es geschickt habe, wieder runter auf Platz 50 oder so. Jetzt sind wir 46. Ja, aber wie kann das so krass variieren? Wir müssen da ja so in einem Mittelfeld aktiv sein, was nur so wirklich 10, 15 Leute dann tangiert. Also ihr müsst euch vorstellen, Platz fucking 60 oder ja genau, Platz 60 bis Platz 30 sind immer so 10 Leute Unterschied, die Podcasts hören. Also wirklich, wenn ihr eure Mutter motivieren wollt, hier mal reinzuhören, echt jede Mutter zählt einfach heute. Jede Mutter zählt, ja. Jede Mutter, jede Omi. Einfach mal ins Altersheim und bei allen Leuten in jedem Zimmer mal, genau, einfach bei Spotify einfach mal ins Altersheim und sprüht ein paar Rentner an oder so. Sprüht ein paar Rentner? Mit so einer Lackdose. Wieso bin ich jetzt zu dem Sprühen gekommen? Bitte nicht sprühen! Bitte keine Rentner ansprühen! Nein, das war natürlich nur ein Spaß. Das war natürlich meine Güte, ey. Nächste Bild, guck mal, du bist jetzt auf dem Bild, weil du jetzt gleich wieder ein Zitat raussuchen willst. Das nächste Mal in der Bild steht drin. Ich hab nix. Ja, das nächste Mal in der Bild steht drin, Jugendliche von Podcastern angestiftet. Das stimmt doch überhaupt nicht. 13 Rentner tot. Das stimmt. Ich habe doch nicht gesagt, umbringen, mal ansprühen. Können ja, auf den Arsch und die Leute, machen. Die gucken doch nicht drauf. Da steht dann hier so ein Totenkopf auf der Sprühdose. Das sehen sie nicht. Voll in die Augen, Rentner tot. Du musst jetzt nicht so eine Valhalla-Kacke machen es wie bei Max so. Payne. Es ist doch so. Ich höre auf zu reden. Ich bin raus. Zweimal versprochen.
Nervt meine mich. Güte. Nervt mich. Aber auf der anderen Seite, für das Zitat der Woche, es gibt wieder Giftquallen in Mallorca. Ich bin auf der Bild. Entschuldigung. Ich hab warte mal, muss ich jetzt das Lied einsingen? Oder war das jetzt ein Stichwort? Weiß ich nicht. Wir können aber gerne... Gitarre verstimmt. Gitarre verstimmt. Herzlich willkommen bei Wir stimmen eine Gitarre. Ach du nein, mach mir nicht. Mach den Papagei an. Das nervt. Stopp. Ich finde es ein tolles Geräusch. Also, das war ein anderes Ding. Hast du ein Zitat? Fang bitte an. Doch, habe ich. Bei mir stellt sich heute alles zusammen aus Sachen, die bei der polnischen Hochzeit passiert sind, wo ich war letztes Wochenende. Oh, das ist gut. Und mach mal, ich esse einen langen Muffin. Ja, bitte. Herzlich willkommen bei den drei Fragezeichen, dem audiovisuellen Podcast. Erzähl auch. Ich esse nur Muffin. Was? Alles ist voller Schokolade. Jetzt bin ich total durcheinander. Zitat der Woche, polnische Hochzeit. Polnische Hochzeit, ja, ja, da waren so viele dabei. Ich pick mir mal eins raus. Einer noch. Warum lachst du jetzt vorher? Einer noch? Nur noch einer. Einer nur noch. Tylko jeszcze jeden. Hat er gesagt. Weil, hast du meine Insta-Story eigentlich geguckt, du Arsch? Mhm. Ja, da gab's nämlich Wodka. Mhm. Und zwar sehr viel. Und ich dachte, ich sterbe. Ich war lange nicht mehr so gut drauf. Ich dachte, ich wieder. Sterbe ist wirklich einfach kein Nebensatz, ne? Hat man gerade schon mal wieder gemerkt. Ja, es reicht auch. Ich bin auch immer noch nicht da. Es ist jetzt, wir nehmen jetzt auf am, Donnerstag, ne? Mhm. Ich bin noch nicht fit. Wir haben gar nicht über unsere Verfassung gesprochen. Du bist fertig, weil du die ganze Nacht gekotzt hast. Yes. Ich bin fertig, weil ich irgendwie so komisch 12 Stunden geschlafen habe, weil ich nicht... Oh, du Armer. Ja, ich bin nicht... Armes Gärtchen. Oh. Du mal wieder nur 12 Stunden, diese Influencer, ne? Ist ein bisschen zu wenig. Ohne meine 14 Stunden und meine 13 Stunden. Ich meine damit zu viel. Ich meine, dass es zu viel ist, weil ich wollte eigentlich schon längst wach sein, schon lange Sachen machen. Ich bin nur zwischendurch aufgewacht, habe irgendwelche Mails beantwortet, bin wieder ins Bett. Es ist, weil ich so fertig bin, wegen dem Scheißwodka, pack dein Scheißwodka weg! Aber was war denn jetzt das Zitat? Ja, hier noch einer noch, haha. Weil es der Letzte ist. Es ist der Letzte, es war nicht der Letzte. Es war nicht der Letzte, Freddy. Wie viel kannst du trinken, Wodka? Sehr viel. Sag mal, wie cool du bist. Wie viel Wodka kannst du trinken? Du Arsch, nein, es ist nicht cool, Kinder. Trink nicht so viel Wodka. Oder, beziehungsweise... Ist nicht cool, macht aber mega Spaß. Also, ja, wenn ihr Bock beziehungsweise, habt, man sollte vielleicht nicht zwischendurch noch sich Aperol Spritz gönnen. Boah. Falsch gemischt und irgendwie viel zu stark. Und ich habe dann auch vorher... Als ich ankam, war ich so extrem verstört. Also ankam, als ich ankam im Ballsaal, wo dann in diesem Schloss da, wie heißt das auf Englisch, heißt es Reception. Also wenn man von der Kirche kommt und da ist und trinkt. Ja. Ich war so verstört von diesem Priester, dass ich was trinken wollte und ich dachte, der Wodka ist da. Der Wodka kommt aber erst nach dem Essen. Wird der erst auf die Tische gestellt. Warum verstört? Was? Warum verstört? Ach so, weil der Priester war sehr katholisch. Sehr. Hatte der so einen kleinen Jungen an der Leine dabei, oder was? Nee. Schlecht war der nicht. War ein bisschen drüber, aber schlecht war der nicht. Dankeschön, da sind wir wieder. Herzlich willkommen bei Comedy Central. Deutsche Nachwuchs-Comedians erzählen Witze. Nee, der war ganz gut. Der war ganz gut. Dankeschön. Der war wirklich, der war so richtig schön Standard Priester halt, ne? Also, ja, Priester, ja. Halt. Ja, nee, der hat gequatscht von so Sachen wie, ja, schön, dass ihr euch entschieden habt, hier vor Gott das zu machen, in den heutigen Zeiten, wo die Leute ja gewohnt sind, ja auch mal 3 bis 4 Partner zu haben und so. Ich dachte, wo rennst du rum? Wo treibst du dich rum? Was ist denn...
Was ist denn mit dir los? Vielleicht solltest du mal überlegen, wo du jetzt mal immer deine Freizeit verbringst. Ja, und hat die dann voll gequatscht, so mit dem, ja, alles richtig gemacht, hier bei Gott rein ins Haus. Und ich hoffe auch, dass ihr später euren Kindern aufzwingt, das hier alles so zu machen. Mhm. Also jetzt sinngemäß. Ja, das war original die Rede. Das ich original. Hoffe, dass ihr euren Kindern aufzwingt, das hier auch so zu machen. Ja, so habe ich das verstanden. Er war ja polnisch, ne? Und hat er, ja, also das war auch das Erste, was mein Vater hat noch in der Kirche laut an der Tür irgendwelche komischen Sprüche rausgehauen. Es war wirklich sehr sektisch da drin. Also auch, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal in der katholischen Kirche auf einer Messe warst. Jeden Samstag. Wie die da immer, sonntags ist es, aber fast. Ja, fast vor dir. Deswegen ist nie einer da. Was? Du machst es allein, du machst ein Messer alleine? Ja, ja, klar. Ich gehe in so einen Keller und da kommt immer so ein Mann mit einer Robe. Oh nee, schon wieder der gleiche Witz. Tut mir leid. Aber du bist nicht jung genug dafür, Freddy. Tut mir leid. Du kommst nicht rein. Du bist so alt. Er ist sehr alt. Ich glaube, das geht sich aus. Er ist auch sehr... In Relation wäre so ein Praktikant bei der Kirche dann, weißt du? Oh Gott. Entschuldigung, ich weiß nicht, warum ich so geladen bin. Ich weiß auch nicht, Gott. Kirche ist toll. Also, wenn ihr. Nein, es ist nicht. Es ist ja eine einzige Sekte. Und wie die da alle mitsingen und wenn die sich alle hinknien. Ich möchte es mal kurz nicht raufbeschwören, ne? Aber ich werde auch dieses Jahr aus der Kirche austreten. Bin ich noch nicht. Mhm. Bist du? Jetzt schon, Alter. Ja, lustigerweise durch einen Fehler beim Amt. bin ich ausgetreten. Haben die dir Gott weggenommen? Aber erzähl das nicht. So eine richtige Jutta. So eine Jutta hat sich viermal verkreuzt, war Gott weg. Was? Ja, wenn das Amt verkackt und nicht aus der Kirche rauszieht, weil du keine Kirchensteuer mehr zahlst, und dann nimmt ihr so funktioniert Kirche, Leute. Irgend so eine Jutta verdrückt sich auf ihrem fucking Windows XP-Rechner und zack, hast du keinen Jesus mehr. Und das daran glauben wir. Nur nochmal, damit ihr alle kurz Bescheid wisst. Es hat sich jemand bei Arthur vertan und zack, hatte der keinen Gott Jesus weg. Mehr. Oh je. Das finde ich so geil. Was gibt. Keine Ahnung. Gott hat mir immer Halt gegeben, solange ich meine Kirchensteuer gezahlt habe. Jetzt. Ja, aber ist es nicht so, kann man das nicht so sagen, kann man nicht sagen so, ja, da ist vielleicht was weiß ich, Alter, und das will aber kein Geld von mir, weil das hat doch alles. Warum will der so viel Geld, Alter? Ey, wir sitzen in der Kirche, da werden welche getraut, die heiraten. Und trotzdem geht der Typ rum mit dem Körbchen und will Geld von mir haben? Ja, ja, genau. Was ist denn mit denen? Was ist denn mit denen? Ja, mein Gott ist weg jetzt. Der ist schon ein paar Jahre weg. Finde ich nicht schlimm. Oh, das ist aber die religiöse Folge. Wie nennen wir die? Wie ist der Clickbait? Gibt's? Gibt's Jesus? Jesus ist weg! Jesus ist weg! Nee, ich glaube, wir bleiben bei dem anderen, bei diesem Vagina-Ding, was wir am Anfang hatten. Ich glaube, wenn wir jetzt die Jesus-Schiene fahren, dann. Ach so! Dann wir müssen mal kurz ein bisschen, glaube ich. Ja, lass mich erstmal hier ein. Also, das ist ja auch, jeder kann doch da so sein, wie er möchte. Ich habe mal den Fehler gemacht, das auch so ein bisschen unterschwellig so, was heißt einzuarbeiten, aber ich habe einfach irgendwie auch Witze drüber gemacht, über so. Nicht gläubig sein in ein paar YouTube-Videos und ja, nachdem ich dann so drei Shitstorm. Wochen lang... Nee, war kein Shitstorm. Das war, also öffentlich ist da nichts passiert. Privat habe ich aber zum Beispiel auf Instagram jeden Tag mindestens 50 Nachrichten bekommen mit der Antichrist holt dich heute Abend. Du dreckiger Verräter und so. Das wurde richtig gruselig und ich möchte mich zu jeglichen Aussagen wie das ORF bei Jan Böhmermann distanzieren, die hier heute getroffen wurden. Ich auch. Der hat halt super rational und relativ vernünftig mal über einen 34-jährigen Versicherungsberater da, der so ein Land nach rechts rückt, mal gesprochen. Und wir haben mal kurz über Jesus gesprochen. Distanzieren wir uns jetzt alle von allem, was wir jemals gesagt haben. Finde ich gut. Wir distanzieren uns. Ich distanziere mich von meiner eigenen Meinung. Richtig. Ich mache mir jetzt eine andere.
Zum Beispiel. Mörder-Podcast, Leute. Zum Beispiel. Kurze Pause. Schon 78 in den Podcast-Charts. Warum eigentlich? Ich wollte mir jetzt eine neue Meinung machen, schnell. Das geht halt nicht. Das geht halt nicht von einer auf die andere Sekunde. Ja. Ich bin echt fertig, ne? Vielleicht. Habe ich Notizen? Ich hab hier stehen polnische Hochzeit. Das habe ich aber schon geschrieben, nachdem der letzte Podcast zu Ende war. Deswegen habe ich jetzt hier nicht so viel eigentlich zu erzählen. Keine Ahnung, wir sind, glaube ich, auch immer noch im Zitat der Woche seit 40 Minuten, ne? So, mein Zitat der Woche, ich suche mir schnell eins, ist... Das könnte man so schön machen mit echten Zitaten. Nackt Einhorn, naja. Stinksauer auf Bürgermeister. Entschuldigung. Raus, Johnny, schnell raus aus der Scheißkategorie. Raus, Johnny, aus der Scheißrubrik! Gitarre ist immer noch nicht gestimmt. Apropos, Gitarre ist noch nicht gestimmt. Weißt du, was ich heute noch mache? Was denn? Deswegen muss ich auch zeitig los. Ich plane jetzt und Brokkoli, ich spoiler das einfach mal für die Leute, die regelmäßig natürlich meine Videos verfolgen. Niemand. Ich habe gleich einen Termin mit meinen Brüdern. Mein kleiner Bruder zieht jetzt nach Köln. Der macht jetzt gerade Abi, wenn er es schafft. Toi, toi, toi. Oh, oh. Aber er möchte in Köln studieren, schafft er schon, alles gut. Und ich und meine Brüder gucken uns gleich ein Lager an, eine Lagerhalle. In der städtischen Lage eine Lagerhalle, weil Lagerhallen haben als Gewerbeobjekt Platz. Den Vorteil, ist deutlich günstiger als ein Büro natürlich, weil es eine Lagerhalle ist. Ja, und kann man sich dann viel Platz für verhältnisweise wenig Geld, gerade wenn man zu dritt so eine Miete zahlt, holen. Und da wollen wir sowas wie eine Bro-Cave, weißt du, so eine Man-Cave, aber für die Bros reinmachen, mit so Arcade-Automaten und Virtuality-Headsets, weißt du, mit so Platz und sowas. Ist doch geil, oder? Geil. Ist das erlaubt? Ist, glaube ich, illegal. Nee, wir machen es ja nicht gewerblich. Also da sollen keine Leute, ist für uns und unsere Freunde. Ja, aber darf man in Lagerhallen wohnen? Ich glaube nicht. Ja, wir wohnen ja nicht da. Ja, aber eure Automaten wohnen da. Hä? Ja, gut, dann sage ich mal kurz meinen Termin ab gleich. Du hast recht. Jungs, das können wir nicht machen. Ich hab grad mit jemandem gesprochen, der sich auskennt, und ich glaube, das wird nichts. Echt? Ja, mit der Man Cave. Ich glaube, das dürfen wir nicht. Ich glaube, also die Folge. Ich kann nicht Man Cave. Max heißt schon Man Cave. Deswegen machen wir Bro Cave. Weil der sammelt was. Deswegen Bro Cave. Ja, ja, klar. Du bist so. Okay, Dyke ist schon weg. Lass doch Mücke nehmen oder so. Mücke. Wir machen Mücke und wir machen einfach anstatt so einen Haken, machen wir einen Strich, Leute. Seid ihr alle dabei? Und so, ja, Hauptsache wir zahlen uns Geld. Ja, gut. Ja, wir können bei Mücke, den Budget Nike. Heute ist wieder irgendwie. Heute ist komische Stimmung, aber ich mag das eigentlich ganz gerne. Ich mag das auch. Ich dachte, es wird viel schlimmer, weil ich nicht wusste, wie ich jetzt hier und so. Ich bin ja eben erst aufgestanden. Ich konnte mich entscheiden zwischen Duschen und Essen. Ich habe mich für Essen entschieden. Mm. Und das macht ja auch den Motor an. Macht schon Sinn. Das ist der. Was? War die bessere Entscheidung in Bezug auf Podcast. Ja. Man kann hier stinken auch. Ich und immer. Und das merken die Leute nicht. Kurze Frage an die Leute. Sag mal, ist der Ton wieder scheiße? Wir haben ja jetzt das zweite Mal, nehmen wir jetzt auf mit diesem Programm. Ja. Und da, also ich muss jetzt halt nicht mehr so viel schneiden, ich musste aber trotzdem noch die Spuren zusammenschneiden, weil eine lauter ist als die andere. Ja. Und dann hat jemand auch letztens geschrieben, ja, ich höre euch echt gerne, bla bla bla, aber die Spuren sind halt unterschiedlich laut. Und das ist ein Problem, ich weiß nicht, wie ich es lösen kann. Ich sitze schon immer echt lange da, suche mir verschiedene Stellen und... Ich muss es einfach mal hinkriegen. Ich muss hier einfach mal irgendeinen Dömpel reinholen, der mir das hier mal vernünftig einstellt. Das ist einfach mein Problem. Naja, das auch, aber trotzdem... Aber nochmal, um wieder mal, wie in jeder Folge, gemischtes Hack zu zitieren, Content is King. Fickt euch, wenn ihr die Audioqualität nicht mögt. Ich distanziere mich von dieser Aussage. Ich distanziere mich deutlich von dieser Aussage. Ich finde, die Quali sollte geil sein. Ich nicht, klappt. Okay. Verbleiben wir so.
Ich distanziere mich von diesem Einspieler. ja, das verstehe ich. Hast du nicht mal irgendwie was vorbereitet für so eine Kategorie? Ja. Ich habe hier was. Sollen wir das mal machen? Ich weiß nicht, was du meinst. Du wolltest mal einen Einspieler bauen. Ach ja, den wollte ich ja für heute. Hast du nicht gemacht. Hast du nicht gemacht? Wir können nicht immer in den Podcast einführen. Ich habe leider keinen vorbereitet für heute. Ich wollte einen machen, ne? Mach den Papagei aus. Ich wollte einen machen. Ich habe es aber vergessen. Mach den Legastheniker. Ich wollte es wirklich. Ich hatte auch Ideen. Oh Mann! Und heute schaffe ich es auch nicht. Ich wollte gerade sagen, ich rede nicht mehr, bis dieser Papagei aus ist. Mir ist es egal, ich rede nicht mehr, bis der Papagei aus ist. Oh, das war Laune, du. Okay, lass mal die Laune wieder steigen. Richtig, kommen wir zurück zur einzig wahren Frage. Wie krank ist Nicolas Cage wirklich? Ich habe mir die Woche sehr viele, psychisch. Ich habe mir die Woche sehr viele Interviews von Nicolas Cage angeguckt, einfach nur um mal rauszufinden, wie krank ist Nicolas Cage wirklich? Und die Antwort lautet Medium. Ich glaube Medium und jetzt können wir weitermachen. Okay. Natürlich mache ich auch gerne weiter. Hier wieder ein Video-Empfehlungstipp der Woche. Heimatrekorde. Wir sind schon wieder da in der dritten Folge. Dieses Mal meine Empfehlung für euch. Der Mann, der sich ganz schön viele Jahreszahlen merken kann. Lang nicht mehr musste ich mich so bemühen, nicht von einem Video zu kotzen. Heimatrekorde. Also ich muss sagen, die Faszination im Land Bayern ist bei mir ganz groß seitdem. Jahreszahlen merken. Ich glaube, so findet man das. Jahreszahlen merken und da ist er. Rekord im Jahreszahlen merken. Hammerding, 8000 Views, der absolute Geheimtipp. Ich glaube, das könnte noch ein ganz großes Ding werden. Heimat der Rekorde, Hammer. Bayerischer Rundfunk, nach wie vor, dritte Folge, Grüße gehen raus. Ich find's geil. Ich guck das jetzt gerade. Du kannst es nicht gucken jetzt. Das geht 10 Minuten. Weltrekordversuch im Landkreis Hof. Ja. Noch und jetzt nicht. Ja. Es Karl ist eine Videoempfehlung. Das ist meine Rekordempfehlung der Woche. Karl der Zwode. Nein! Stopp! Wir haben hier ein 80-jähriger Mann, der jetzt nicht mehr so viel zu tun hat und der dann halt einfach jeden Tag in seinem Leben eine Karteikarte mit einem Geburtstag verknüpft und dann in einer Stunde so viel davon erzählen muss, weil er meint, er kann jetzt irgendwie so fast 1000 Jahreszahlen. Und irgendwie, ich weiß nicht, warum das so ist. Der Mann ist 80. Aber ich find's nicht so beeindruckend. Ja. Weißt du, ich meine? Ja. Ich find's irgendwie nicht so beeindruckend. Es ist Mittel. Ja. Fred, ich habe heute wieder von der Schule geträumt. Schule? Schon wieder von der Schule geträumt. Warum schon wieder? Haben wir schon mal darüber geredet? Haben wir noch nicht? Haben wir bestimmt. Jeder hat den Traum, der Abitur abgeschlossen hat, hat den Traum, dass er oder sie nochmal in die Schule kommt und nochmal Abi machen muss. Ich hatte ja damit mein Albtraumfach, also das, was wirklich, also was sehr schlimm war, weil ich es alles nicht konnte, weil ich nicht aufgepasst habe, war Französisch. Und die Lehrerin hat mich gehasst. Und ich habe einfach nur geträumt, wie ich in die Schule komme und ich muss jetzt mit ihr, ich treffe sie im Gang, bin schon zu spät und weiß nicht, wo ich hin muss und treffe sie und sage, hallo, ich folge ihnen mal. Und sie guckt mich nicht mal an und antwortet nicht und geht einfach nur. Und dann musste ich ja in dieses Klassenzimmer rein. Und dann hat sie mich Sachen gefragt. Und dann wollte ich antworten. Dann hat sie gesagt, non, en français. Und dann musste ich das auf Französisch sagen, was ich sagen wollte. Und dann ist mir aufgefallen, ich kenne noch zwei Wörter auf Französisch. Und das war das Schlimmste, was es gibt auf der Welt. Und ich dachte mir, ich hätte echt jetzt mal mein Abi durch. Jetzt schon wieder durch die ganze Scheiße. Das war echt schlimm. Und dann hatte ich doch mein Abi. Und dann hatte ich eine Mönchskutte an. Und dann wollte ich rausgehen und schreien. Und dann dachte ich mir, ja. Und dann wollte ich rausgehen ans Fenster und schreien. Dann habe ich gesehen, so ein Glücksschrei, ne? Oh, ich bin endlich fertig. Und dann habe ich gemerkt, der Berg da oben, von da runter schreien wäre ja viel cooler. Und dann bin ich da hochgeklettert und dann waren da ganz viele Touristen. Und dann bin ich weitergegangen und dann hat einmal gesagt, da spielt gerade Kevin Hart sein Hip-Hop-Programm. Und dann bin ich in die Ecke und dann war da so ein Vorsprung und dann stand Kevin Hart. Hart spielt sein Hip-Hop-Programm? Ja, frag mich fucking nicht. Und dann singt er da sein Hip-Hop-Programm. Und dann was hat er denn gesungen?
Weiß nicht. Ich habe die nicht, nicht verstanden. Und dann, halt, ne? Und dann kam noch so ein Typ und drückt mir ein Mikrofon in die Hand und sagt so, ihr müsst jetzt hier, also neben mir waren auch noch andere Leute, ihr müsst jetzt hier die Backing-Vocals mitsingen. Und ich so, hä, wie sollen wir das denn machen? Und dann singen die, oder seit die Kumpels von Kevin Hart, die mittlerweile auf der Bühne waren, haben immer so, yeah, yeah, und dann mussten wir live das mitsingen. Background-Vocals bei dir besser im Kopf geblieben sind, als der eigentliche krasse Rap von fucking Kevin Hart, Alter. Ich habe nicht zugehört, Mann. Yeah, ich war gerade am Klettern, es war super steil. Und er auf so einem Vorsprung. Warum macht er das überhaupt auf so einem Vorsprung? Da war gar nicht genug Platz, dass da genug Leute ihn angucken können. Das hat alle nicht interessiert. Die waren alle auf der Treppe, die war aber um die Ecke. Die sind den sicheren Weg gegangen. Wer lässt ihm denn das spielen da beim Vorhang? Da ist doch. Wie heißt das Vorhang? Wer lässt Vorsprung. Ihn denn da spielen am Vorhang? Vorsprung. Das ist voll gefährlich. Außerdem kann man nicht live die Backings einfach mitmachen. Man weiß doch gar nicht, wie der Song geht. Okay, wow. Yeah. Was? Und dann hat er mich angeschrien, dass wir das nicht richtig machen. Was ist? Was hat das mit deinem Abi zu tun? Ja, das hat dann schnell, es ist woanders reingegangen halt, ne? Nach dem Abi bin ich über den Berg gegangen, da war ich. Ich wollte schreien. Ich wollte vor Glück rufen. Ah, endlich! Machst du das? Bist du ein Glücksschreier? Also, da ich ja zum 248. Mal mein Abi gemacht habe, glaube ich, da wollte ich es einmal rausschreien, ja. Aber schaffst du dein Abi in den Träumen immer? Nee, das war das erste Mal. Echt? Ich habe es nämlich auch noch nie geschafft. Ich sitze dann in der Prüfung, aber zum jetzigen Zeitpunkt. Und ich sitze da nur so mit so 18-Jährigen, bin aber selber 27 und sitze da und denke mir, ah, fuck, ich habe gar nicht im Kopf gerade. Und alle schreiben so und ich sitze da und denke mir so, was ist eine Analyse? Ja. Und dann gebe ich einfach die Sachen ab und heul oder so. Dann war ich auf und weine wirklich und dann... Ja, ohne Scheiß. Ich habe auch irgendwie das erste Mal irgendwie nur ein Bild gemalt in meine Französisch-Klausur, weil ich ganz sicher war, das wird nix. Ich brauche gar nicht erst anfangen. Aber das Coole an diesem Traum war heute, dass ich ein paar Schülerfreunde wieder getroffen habe. Also die ich gar nicht mehr im Kopf hatte eigentlich. Wie zum Beispiel Tina oder Hanna. Die dann sehr, sehr plastisch mit mir dann gesprochen haben, so wie sie früher waren. Das ist ja auch so krass, weil wenn ich die jetzt treffen würde, wären die ja ganz anders. Ja. Ich hatte aber auch eine gute Freundin, die hieß Hannah. Echt? Die war sehr attraktiv. Oh. Ja. Und eine sehr attraktive Hannah hatten wir auch ein Jahrgang über uns. Ja? Die war sehr attraktiv. Hatten wir gleich in Schule? Nein. Hannah ist aber auch so ein Name, den oft Leute haben, die sehr hübsch sind, ne? Ja gut, die andere Hannah jetzt, also ich finde das immer mit hübsch und nicht hübsch. Die war auch hübsch auf ihre Art und Weise. Alles klar. Roger. Habe ich verstanden. Check. Checkmate. Got it. Voll gerafft. Wie kennst du den Max? Ach, der Max ist auch schön auf seine Weise. Von innen ist der Max eine Blume. So viele, ne? Sprache ist auch nur erfunden worden, um Leute zu zerstören. So. Der ist schon was. Ist dann aber, wenn die eigene Familie das auch macht und so dir auf die Schulter klopft und sagst, ah, du bist schon was Besonderes. Mit Sprache so scheiße auslegen kann. Blöden Penner alle. Oh Mann. Übrigens läuft die Notaufnahme nicht, ne? Das heißt, wenn jetzt... Wir sehen uns später. Ne. Tequila. Tequila. wenn jetzt irgendwas schief läuft, ich hab's jetzt immer angemacht, aber... wo du gerade sagst, Familie, ne? Bei dieser polnischen Hochzeit, da war ja ganz viel Familie von mir, die ich aber nicht kannte. Wer denn jetzt geheiratet? Meine Cousine. Eine Cousine, ach, das heißt, glaube ich, zweiten Grades, ne? Warte mal. Jetzt lass uns mal zusammen durchgehen. Nee, die Scheiße fange ich nicht an. Ich habe schon in meiner eigenen Großfamilie mal mit irgendwas von irgendwem von mir, habe ich so lange diskutiert, weil der ist viel jünger als ich und deutlich intelligenter als ich, dieser Junge. Und der meinte dann, ich bin der Großneffe des dritten Grades des Cousins von dir. Und ich so, ja, fick dich doch so. Und dann habe ich aufgehört, mit dem zu reden und ein Bier getrunken. Weil das fick dich doch, du Hurensohn! Ja, aber das ist eigentlich ganz einfach. Ja, ich mach das jetzt einfach. Ja, pass auf, der Bruder von meiner Oma, der hat geworfen, die hatten Kinder und die hatten nochmal Kinder
Ich bin schon raus. Ich bin auch raus. Ich bin auch raus. Wer hat sich auch so einen Mist ausgedacht? Warum kann man nicht einfach sagen, das ist meine Mutter, das ist mein Papa und das sind andere? Die Tochter von der Cousine meiner Mutter, so. Die Tochter? Von der Cousine meiner Mutter, die hat geheiratet. Mutter. Das ist unnötig. Das ist auch Quatsch. Ja. Darf man dann schon wieder, also dürfte ich da schon wieder ran? Nicht, dass ich das will, aber es gibt ja so... Es gibt ja Leute, die entscheiden, ab wann man dann wieder bumsen darf. Ja. Ab wann ist denn das? Unsere Zuschauer wissen das wahrscheinlich. Ab welchem Grad Familienverfamilierung darf man wieder bumsen? Ja, das war mal eine gute Frage. Das ist mal eine Frage, die Leute auf Twitter beantworten können. Ab wann können wir Familie wieder bumsen? Also nur welcher, falls nochmal die Medizinerin da draußen ist, die mich zum Alkoholiker gemacht hat, es braucht 3 Monate, bis Alkohol abgebaut wird in deinem Körper. Und ich sitze hier einfach, ich trinke jeden zweiten Tag. Ich komme nicht mehr klar auf meine. Ich weiß auch nicht warum. Das ist einfach so ein Selbstzerstörungstrieb, der in mir geweckt wurde. Ich so, ja, okay, dann gucken wir mal. Okay, dann schauen wir doch mal. Lange dauert. Dann gucken wir doch mal. Boah, ja. Hat mir nicht so ein Zuschauerding eröffnet. Ach ja, pass auf. Ja, genau. Das ist die neue Kategorie. Ja. Ich muss schon mal auf. Hier. Noch nicht. Immer noch nicht. Warte noch kurz. Was denn? Warte noch kurz. Okay, die neue Kategorie. Ich guck in Zuschauersachen. Was? Wir können sowas nicht unvorbereitet machen. Das geht nicht. Nein. Ich habe gerade auch durchgescrollt, da ist nix. Ihr seid einfach alles Lappen. Stell uns doch mal wenigstens eine Frage, Alter. Okay, aber warte mal, aber hier das Neueste ist doch das erste Video unseres Lieblingspodcasts. Zweite Male. Kannst du mir das erklären? Was denn? Da ist ein Bild bei dem Hashtag mit so einem Vogel. Das ist der dicke Freddy. Der macht dim, 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 dim. Was? Zwei Tomate, lala. Siehst du das nicht? Nee. Geh mal auf Hashtag Zwei Tomate. Und geh Hashtag auf Neueste. Zwei Tomate. Auf Neueste und nicht auf Top. Hashtag Zwei. Es sind immer noch die Leute, die den Hashtag benutzen und uns nicht direkt antweeten. Wir haben doch einen eigenen Account inzwischen. Ja, aber die haben uns da auch angemacht. Die haben uns da auch angeaddet. Doch, steht da. Add Zwei Tomate. Ja, sehe ich. Krä. Nee, habe ich gar keinen Bock drauf. Finde ich jetzt schon scheiße. Das blockier den jetzt mit unserem Zwei-Tomate-Account. Ich versteh's nur nicht. Das ist ein Meme, Alter. Ja, das ist ein Freddy, der sagt, dip, dip, dip. Wir können jetzt kein Bild erklären. Okay. Das ist nur Audio. Das ist fucking Folge 100 und du raffst es immer noch nicht. Selbst wenn wir live sind, dann wirst du höchstwahrscheinlich einen Flipchart mitbringen und einfach Leuten ein paar Bilder zeigen. Und dann lachen alle herrlich. Und die Leute zu Hause. Du warst doch, Doktor, ich mache jetzt den Laptop an und zeig und mach den Beamer an und zeig Sachen auf dem Beamer. Entschuldigung. Wer hat denn den Beamer angemacht? Entschuldigung, wir müssen auch dieses Jahr immer noch 2 Live-Sendungen machen und vielleicht eine auf der Max. Wird ein bisschen ambitious, aber wir kriegen das hin. Wir kriegen ja auch schon unsere Einspieler seit Folge 4 sehr gut hin. Leute, verlasst euch auf jeden Fall drauf. Dieses Jahr gibt es noch Live-Shows. Oh, yeah. Ey, aber ohne Scheiß auf der Mac machen wir das, weil das Gute an der Mac ist, das organisieren dann andere. Das müssen dann nicht wir machen. Ha. Aber diesmal machen wir es in dem großen Raum. Ha. Da, wo wir oben erhöht sitzen, weißt du? Ja. Und wir holen uns so 6 Securities rein. Und damit wir Leute einfach so rauspicken können und rausschicken können. Entschuldigung, den da bitte raus. Und dann gehen die 6 Securities dahin und tragen diese Person raus. Ohne Grund, völlig ohne Grund. Weil die sind alle voll nett. Können wir die selber anheuern? So Freunde von uns? Die Securities? Ja, so Leute, die wirklich sehr schwach sind. Was? Und dann probieren die das halt immer. Deswegen sind so viele da. Viele der Securities sind dann auch so, keine Ahnung, sehr klein oder so. 1,60, völlig 1,60. Unterernährt. Also, Entschuldigung. Genau, wir sperren die erstmal eine Woche ein, dass sie schön unterernährt sind. Und dann werden die unsere Securities. Alles nur für einen Gag. Entschuldigung, kannst du bitte rausgehen? Und hast du vielleicht noch was zu essen für mich? Das sind die Ketten, an denen sie immer noch angekettet sind. Was ist denn das wirklich? Was Entschuldigung. Sind denn diese Soundeffekten?
Das sind die Ketten, mit denen ich hier an meinen Streaming-Rechner angeschlossen bin, weil ich mehr streamen muss jetzt. Oh. Und ich trinke auch Mio Mio Mate. Katsching! Oh, lecker, lecker, lecker. Ich habe auch immer Mio Mio Cola hier. Lecker, lecker, lecker. Lecker, 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 lecker. Lecker, 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 lecker. Hast du was zum Danke sagen? Ja. Was zurückzugeben in dieser heiligen Messe, die wir heute. Ja, bitte, danke. Ist immer noch lustig. Letztens habe ich mal wieder sehr bewusst reingehört und dachte mir, alter Schwede, ich hätte da nicht gerne daneben gelegen, ne? Ja, das ist auch. Oh! Ja, ja, frag mich mal, wie sich das angefühlt hat. So. Also, mein Dankeschön der Woche. Für alle, die neu dazugekommen sind, das war übrigens Arthur beim Schlafen, wie er einfach mal, ja, bitte danke sagt. Ja, und davor, natürlich. Mein Dankeschön der Woche geht raus an einen Unbekannten. Ich möchte ihn Pastor Kevin nennen. Nein, war so ein Dude, der wirkte so in meinem Altersbereich so zwischen 25 und 33 so in dem Bereich, weißt du, ja. Wo man so als Frau und als Mann und als Apache-Kampfhelikopter eigentlich immer nur so ein Typ Mensch ist, so gefühlt, so jeder irgendwie so ein bisschen das Gleiche macht, aber auch nicht wirklich, und dann ist mir so eine Sache klar geworden, weil ich stand an der Kasse beim Einkaufen und mir ist ja klar geworden, ich guckte so den Einkauf von dem Typen vor mir an und das war dann so Käse, eine Aufbackpizza, ein Eistee, aber auch Wasser und so Smoothies und sowas. Ja. Und ich guckte das dann an und dachte mir, das ist ein Typ, wo ich nur beim Einkauf sagen kann, wir beide wären, glaube ich, sehr gute Freunde. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich dachte wirklich so, wenn du so ein Kassierer bist oder so, und ich glaube, das ist einfach das neue Ding. Wenn ihr euch loslöst, die Fesseln mal durchbrecht, endlich mal Schluss macht mit der blöden Freundin oder mit dem blöden Freund, wegzieht aus der Stadt, wo ihr seid, werdet einfach mal in einer neuen Stadt Kassierer, weil ihr direkt wisst, welche Leute einfach geil sind. Und das aber möglichst in einer kleinen Stadt, wo es so ein Aldi oder so gibt. Wisst ihr, was ich meine? So eine Dorfgemeinde. Und dann wisst ihr schon direkt, wer geil ist, weil er die Sachen einkauft, die ihr auch einkaufen würdet. Und dann geht er mal abends feiern und dann kann direkt gebumst werden. Weil ihr genau wisst, was im Kühlschrank ist am nächsten Morgen. Bestes Leben. Kassierer müsst ihr sein. Kassierer, das ist schöne Logik, ja. Das ist eine schöne Logik. Dankeschön, das Ding ist halt. Das Ding ist halt, wenn dann aber, ich meine, wenn dann im Dorf nur 10 Leute wohnen und die waren jetzt alle einkaufen und keiner davon hat geil eingekauft, dann bist du halt am Arsch, ne? Dann musst du den ganzen Scheiß nochmal machen mit dem Umziehen. Wo kommt die Lavalampe rein? Ja, du hast ja keine Verpflichtung, ne? Du hast ja dich schon losgerissen von dem oder der Unterdrückerin oder Unterdrücker. Genderstern. Sorry. Ja, aber dann musst du halt normal umziehen. Wenn es scheiße ist. Geht auch. Im neuen Dorf. Aber das Kassierer finde ich gut. Das finde ich gut. Ich habe das schon ganz oft gedacht. Also erst habe ich mich immer geschämt, ne? Wegen meiner Einkäufe. Und dann dachte ich mir, ach, ist mir doch egal. Kauft doch euren anderen Scheiß ein, wenn ihr das wollt. Ich kaufe jetzt hier meine ungesunde Pisse. Ja, finde ich aber auch gut so. Apropos Kassierer, kennst du die Band? Ja, also nicht doll, aber ja. Ich verwechsel das immer, weil es gibt noch ein anderes, es ist eine kleine Songempfehlung, vielleicht mal um ein bisschen musikalisch zu werden für die Festivalsaison, wenn ihr mal ein bisschen asozial sein wollt, darf man auch mal. Darf man. Einfach mal schöne große Box mitnehmen und einfach Hans hat ein Geheimnis von die arschgefickten Gummizofen. Einfach mal schön aufdrehen und genießen, vielleicht auch privat. Vielleicht privat. Geil, geil. Dann habe ich auch nochmal einen Tipp. Ja. Bin ich letztens wieder drauf gestoßen. Ich weiß nicht mehr warum. Das ist nicht ganz so vulgär vielleicht. Auch so ein bisschen leicht in die Richtung an manchen Stellen, aber nicht so doll. Eher sympathisch und lustig. Und zwar JBO. Kennst du die? Nee. Mit ihrem erfolgreichsten Album Explizite Lyrik. Die haben Alben immer so. Kenn ich sowieso gar nicht. Was? Alben kenne ich nicht. Ich habe nie Alben. Du bist ja 14. Irgendwie. Ja, du bist erst 14. Ja. Sehr gutes Album. Dankeschön, Herr Pfarrer. Darf ich jetzt was essen? Nein. Die haben immer sehr, sehr gut bekannte Lieder quasi nachgespielt und umgedichtet in deutsche Lyrik.
deutsche Sachen. So wie Max Neues. Mein Bounty fährt über den Ozean. Oder Kai, alte Kackschrei. Dö, dö, dö. Oder, ja. Oder auch einer meiner Lieblingssongs ist warte, ganz kurz, ich darf jetzt nichts Falsches sagen. Sonst ist natürlich doof. JBO, warte, ich hab's gleich. Oh, das dauert ja, ist ja nichts vorbereitet. Ne? Und dann dauert das immer so lange, bis hier irgendwas rauskommt. Hier ist es gleich, hier. Walk with an erection. Warte, wie ist der Refrain? La 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 la. Walk with an erection. Ganz toll. Ich gucke mir die gerade an und die sehen äußerlich so aus wie Leute, von denen du Musik hörst. Das kann ich mir ganz gut vorstellen, ja. Total. Oder hier, ja. Digging the Nose ist born in der Nase. Born in der Nase. Ja, komm, ich war 14. Ich das ist 95 rausgekommen, das Ding. Ja. Es ist mega. Die haben auch ein paar eigene Songs, wie zum, ich glaube hier, ein guter Tag zum Sterben ist, glaube ich, original. Es ist wirklich eine ganz tolle Platte. Vielleicht erlebt die ja noch mal so ein Revival. Wie gesagt, 95 ist sie rausgekommen. Das ist unglaublich lange her. Hier bei Spotify steht 2013. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, ist sie da auf Spotify gekommen oder was? Da gab es sie noch lange nicht. Es ist, okay, Entschuldigung, ich bin da, ich habe diese Platte hoch und runter gehört, als ich klein war. Mhm. Weil sie einfach auch so, ja, mir viel geholfen hat in meinem Leben, ne, mit vielen Problemen umzugehen. Ja, mit welchen Problemen so, die du da hattest? Es war nicht so einfach, Braindead irgendwo aus dem Internet illegal runterzuladen. Da musste ich um. Habe ich natürlich nie gemacht. Wir haben natürlich immer alles original gekauft damals. War das auch dein Dankeschön der Woche? Einfach ein JBO? Nee. Okay. Ach so, hätte man machen können, ne? Ach so, wir sind ja immer noch bei. Nee, das war eigentlich wie der polnische Hochzeit, ist auch nicht so spektakulär. Ich wollte ihn tatsächlich danken, dem Ehepaar und den Leuten, die es organisiert haben, dass sie keine dummen Spiele gemacht haben, wo alle mitmachen müssen. Kennst du das vielleicht? Das Schlimmste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe, war Silvester. Oh Gott, da sind die einfach rumgegangen, haben Nummern verteilt an alle. Und ich habe selber diese Party mitveranstaltet und dann kamen einfach Leute, haben einen Topf mit Zahlen gehabt und jeder hatte zwei Zahlen, weißt du? Ja. Und dann, und diese Zahlen mussten sich finden und dann hat jeder eine Flasche Wein bekommen, so eine Billo-Flasche Wein und wurde dann mit Kabelbindern aneinander geklebt, bis die Flasche leer war, damit man sich kennenlernt. Nein, ich mach da nicht mit, Hab ich auch gesagt, wir haben einfach Kabelbinder angelegt. Dann geht ihr zu Hause, wenn ihr das wollt. Wenn ihr das wollt, dann mach ich von zu Hause mit. Alle haben dann zwanghaft mitgemacht und es war so eine unangenehme Stimmung, aber oh je, Nein. Und deswegen, mein Dankeschön der Woche geht an das Paar. Und, warte mal, ich habe noch ein, genau, beziehungsweise nicht nur dafür, sondern, und jetzt kommt's, die haben, das war ja auf dem Schloss irgendwo in Polen, in Bruno, schöne Gegend übrigens, und die haben Hotelzimmer gemietet für die Gäste und die haben tatsächlich eine Nacht mehr gebucht, als die Hochzeit ging. Ah, oh, geil. Das heißt, du konntest komplett ausschlafen, bis abends um 18 Uhr, wenn du es wolltest. Und dann noch eine Nacht bleiben. Wie geil ist das denn bitte? Oh, wie geil, Alter. Wie geil ist das? Gute Idee denn auch, bitte, also ja. Laufen bis 4 Uhr morgens und dann musst du um 12 raus, alle so schlechte Laune dann. Nee. 18 Uhr schlafen, pupsen im Hotelzimmer auf dem Schloss oder so. Fenster auf. Ja. Tolle Idee. Merke ich mir für meine Hochzeit. Wirklich mega gut. Ich meine, klar, die hatten jetzt auch ein bisschen mehr Kohle irgendwie. Ich weiß nicht mal warum. Ich habe nicht so viel mit denen geredet, leider. Aber. mal finanzieren. Geiles Projekt, so ein Podcast oder so. Damit wir uns mal ein Titelbild leisten können. Oh Gott. Übrigens, du kannst sie sehen, ne, wenn du auf in meiner Insta-Story guckst. Ich habe die gefragt, ob ich sie zeigen darf bei Instagram. Dann haben die gesagt: Ja, uns kennt ja keiner. War die getaggt? Hast du getaggt? Ich hab die nicht getaggt, Follows? Das war das Hochzeitsgeschenk. Ihr kriegt Follows. Ihr kriegt Follows von mir. Und schaut auch den Podcast. Alles umsonst haben jetzt in nächster Zeit bei euch.
Nee, die haben uns auch eingeladen nach Breslau. Nach Zwickau. Nach Zwickau. Nein! Nach Breslau. Ich will auch unbedingt nach Breslau. Ich will ja unbedingt. Sehr schöne Stadt. Sehr schöne, gute Stadt. Ja. Ja, das war's eigentlich, ne? Ach so, du meinst, du wolltest damit sagen. Ja, genau. Ja, bitte, danke. Philipp ist ein Scheißname. Weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Ja, warum in Gottes Namen Gott ist nicht da. Nennt ihr eure Kinder heute noch Philipp? Das ist halt so Standard, ne? Also es fällt ja, nicht aber warum? Auf. Du kannst doch auch einfach ein Kind. Das ist ja wie eine Schlägerei, als würdest du das Kind verprügeln, wenn du das Philipp nennst. Warum? Fragt jeder, warum? Herr Philipp ist gar kein schlimmer Name. Ja, sorry, aber wenn dein ganzes Leben, bis du stirbst, bis auf deiner Totenanzeige, bis auf deinem Grabstein, du immer wieder Leute in deinem Umfeld brauchen wirst, die sagen, mit ein L, Doppel-P, P hinten, L aber, ja. Nee, Philipp mit F, Philipp mit F, schlimmsten, Philipp mit F. Gibt Philipp doch gar mit F, nicht. Alter. Doch, Philipp mit F. Philipp gibt es. Alter, das ich gibt's war mit nicht. Einem Freund, doch, das mit gibt's F. nicht. Es gibt Philipp mit F. Aber nein. Philipp mit F, einem L und dann noch ein P am Ende. Aber, und dann PH. Ich bin Philipp mit PH. Ich bin Philipp ohne PH. Ich bin Philipp mit Doppel-L. Ich bin Philipp mit Doppel-P. Was ist denn da in irgendeinem Blockhaus passiert, dass Leute gesagt haben, okay, wir müssen den Namen Philipp so diversifizieren, dann mach doch lieber Kevin mit F oder so. Ja. Dann mach doch, hallo, ich bin der Kevin mit F. Mach's so. Warum müssen wir Philipp so krass kaputt machen? Und dann kam halt der fucking Zentaure, der in irgendwie so einer richtigen Bruchbude auf dem Dorf gelebt hat, und hat gesagt, mein Philipp ist Philipp mit F. So, ne? Keine Ahnung. Aber tut's auch, ich bin für eine Bewegung. Tut das diesen Kindern nicht an? Ich finde es so schlimm. Ich finde es so schlimm. Ja, okay. Ja, du hast völlig... Ja. Ich muss jetzt mal raus. Ich habe einfach nur gesehen, da steht, Philipp ist ein Arschlochname. Das ist original eine Notiz, die ich mir gemacht habe. Ja, der arme Philipp aber jetzt hier vor allem. Ja, ich habe mit dem Philipp was gedreht und er war halt dann so und schrieb mir und er ist halt so ein Doppel-L, Doppel-P-Typ. Nee, ein P. Ah, Mann. keine Ahnung. Und ich finde das so schwierig. Philipp. Ja, Philipp. Ja, bei mir ist jetzt die Luft raus. Du kannst uns rausspielen. Ich überlasse, wie immer bei diesem Podcast, dir natürlich das letzte Wort. Ha, Philipp. Philipp. Ich überlasse dir jetzt das letzte Wort. Ich bin raus für heute. Ich schalte mich jetzt hier raus. Arthur. Philipp, aber Pill. Arthur ohne H, bitte. Arthur ohne H. Ohne Arthur H. Mit F. Arthur mit F. Freddy, schlaf gut. Ja, du auch. Ich muss ins Bett. Bis dann. Tschüss. Hey Leute, wenn ihr den Zwei-Tomate-Podcast genauso cool findet wie ich, dann erzählt doch gerne euren Freunden davon. Okay. Ich weiß nicht. Ja, vielleicht mehr Pimmel?